Hallo und herzlich willkommen bei eurosignal.org. Sicherlich können sich die Älteren von euch noch an das Gedudel erinnern, das im Radio kam, wenn man den Senderknopf ganz nach links auf 87,5 MHz gedrückt hat. Das war jetzt nicht irgendwie von Außerirdischen irgendwelche Signale, die mit uns Kontakt aufnehmen wollten. Das war auch keine Abgrenzung vom Polizeipunkt, der ganz kurz unter UKW angesiedelt war. Nein, das waren die Rufsignale, mit denen die Pager des Europäischen Funkrufdienstes Eurosignal angesprochen wurden. Die sahen so aus und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. In diesem Video stellen wir euch jetzt unseren kleinen Sendegenerator vor, mit dem ihr euren eigenen kleinen Eurosignal-Sender bauen könnt. Ihr braucht dazu einen Computer, kann auch ein Laptop sein mit Windows oder Mac-Betriebssystem, kann aber auch ein Tablet oder ein Smartphone sein. Wenn ihr wollt, dass das Ding auch richtig sendet, braucht ihr noch einen kleinen FM-Transmitter und ein UKW-Radio. Und wenn ihr natürlich noch richtig gut ausgestattet seid, besitzt ihr so einen kleinen Eurosignal-Empfänger und kennt von dem sogar die Rufnummer. Dann könnt ihr mit denen sogar richtig anfunken. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß! So, wir haben jetzt hier die Webseite geöffnet. Das ist sender.eurosignal.org. Auf dieser Seite findet ihr unseren kleinen Sendergenerator, der eigentlich total simpel aufgebaut ist. Man hat hier eine Eingabemaske, um eine Rufnummer einzugeben, wenn man das möchte. Man hat den Start-Stopp-Knopf und man hat den Senden-Knopf. Bei Start-Stopp startet man einfach nur den Senderbetrieb im Zufallsmodus. Das klingt dann ungefähr so. Der Sender ruft dann, wie das früher auch eben üblich war, einfach rund um die Uhr einfach irgendwelche Rufnummern an, egal welche. Das wusste man ja früher auch nicht. Man hat ja mithören können, aber wusste natürlich nicht, wer angefunkt wurde. Und wenn man möchte, kann man jetzt hier eben, wenn man einen Empfänger hat, wie diesen hier, dessen Rufnummer bekannt ist, dann gibt man hier die Rufnummer ein und kann diese auch abspielen. Besitzt man nun einen solchen FM-Transmitter, das ist jetzt hier ein Gerät mit Bluetooth-Verbindung, dann sollte man darauf achten, dass dieser A 87,5 MHz unterstützt. Das ist ein bisschen problematisch, weil es einige Sender gab, die erst bei oder gibt, die erst bei 87,6 MHz beginnen. Die funktionieren dann nicht. Und es gibt natürlich noch diese China-Modelle, die in Deutschland nicht legal sind, die unter der 87,5 MHz senden. Der hier ist überhaupt kein Problem, der ist legal, den kann man ganz normal in Deutschland kaufen. Den gibt es bei Amazon, kostet so um die 23 Euro. Wie gesagt, hier ein Modell mit Bluetooth, es gibt aber auch natürlich welche für den Klinkenanschluss. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass das Gerät ausgewählt ist bei den Ausgabegeräten. Hier in dem Fall dieser Orki BT-F4 oder was auch immer man hat. Damit sendet er dann auch schon. Das kann man hier abrufen bei diesem Swissphone-Empfänger. Der hat nämlich eine Mithörfunktion. Das kracht jetzt ziemlich laut. Daran sollte man sich aber nicht stören. Der selber hat einen automatischen Sendersuchlauf oder Kanalsuchlauf. Der hat sich jetzt schon den Kanal C ausgesucht. Das wird er auch regulär machen. Es gibt ein paar Geräte, die haben nur die Kanäle A und B zur Verfügung. Dann bitte den B-Kanal nehmen. A wird auch funktionieren, aber je höher der Kanal ist, desto näher sind die an den 87,5 MHz. Was wir auch sehen, ist hier so ein wesentlich älteres Gerät, noch richtig antiquat, dieser SEL E299. Auch der hat eine Rufnummer. Das ist wichtig, dass man natürlich die Rufnummer kennt. Sonst kann man die Geräte natürlich auch nicht anfunken. Wenn man will, gibt man jetzt hier eben einfach mal eine Rufnummer ein. Wir nehmen jetzt mal die von diesem alten Gerät. Das ist die 162475. Vorwahlen werden nicht benötigt. Und man drückt nun auf den Senden-Knopf. Und dann dauert es ein paar Sekunden. Und irgendwann, wenn der Ruf eben einfach ausgesendet ist, fängt das Gerät an zu piepsen. Warten wir mal kurz. Das hängt immer davon. Früher war das auch so. Man hat die Rufnummer angewählt. Ah, jetzt piepst er. Genau. Der hat gerade sein Signal empfangen. Die meisten Empfänger, muss man auch dazu sagen, hatten nur eine Rufnummer zugewiesen. Er wiederholt sich gerne nochmal, dass mal signalisiert ist, genau. Und man kann das Ganze wieder stornieren, der Ruf ist weg. Hier geht das übrigens auch. Auch dieser Empfänger, der hat sogar eine internationale Rufnummer, erkennt man, dass sie mit 8 beginnt. 825798. Auch der wird gleich anfangen zu piepsen. Die Empfänger, die mehr Rufnummern zugewiesen bekommen haben, die sind heutzutage wirklich selten geworden. Die hat es auch damals nicht gegeben, weil jede Rufnummer zusätzlich Geld gekostet hat. Der wird gleich loslegen. Das dauert so um die 10 Sekunden im Schnitt, was einfach daran liegt, dass er natürlich, wie früher eben auch, dass erstmal die ganzen Rufe, die da waren, abgearbeitet wurden. Genau, jetzt fängt er auch an zu piepsen. Dass die ganzen Rufe erstmal abgearbeitet wurden und dann irgendwann war man natürlich auch an der Reihe. So, das war's auch schon. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat.
Auch der piepst jetzt, daher kommt auch der Name Piep. Das wurde später dann auch bei Cityruf übernommen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dieses ganze System vielleicht bei euch in einem Museum oder in einer Sammlung implementieren könnt. Lasst mich das bitte wissen. Es kostet euch nichts, aber ich möchte gerne natürlich auch wissen und erfahren, wo das Ganze in Betrieb kommt. Ihr dürft natürlich auch gerne spenden, ihr dürft auch gerne kommentieren. Und wenn euch irgendwas einfällt, lasst es mich einfach wissen. Viel Spaß!